Button of Inca hieß es am 26. Januar im Neuen Theater Zeitz. Gemeint war aber nicht die indigene urbane Kultur in Südamerika und auch nicht die TV-Moderatorin. Also die Idee Inca ist eine interaktive Online-Karte zur Repräsentation der Angebotsvielfalt im Burgenlandkreis. Wir wollen Unternehmer der Kreativwirtschaft und der andere Wirtschaftszweige zusammenführen auf eine Plattform und zeigen, was es hier in der Region gibt und welche Möglichkeiten da bestehen. Also es gibt die Möglichkeit, sich zu präsentieren, ein Profil zu entwickeln auf dieser Karte, sich zu zeigen, was für ein Leistungsspektrum man hat. Und es gibt die Möglichkeit, sich zu vernetzen mit anderen Akteuren in der Region. Und der wichtigste Aspekt ist eigentlich das Sichtbarsein nach außen und nach innen in der Region. Gefördert wird das Projekt vom Land Sachsen-Anhalt und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Wir sprechen sowohl die Wirtschaft an, die freie Wirtschaft, sowohl als auch den Tourismusbereich, aber auch die Privatleute. Das heißt, man kann sich dort vernetzen und natürlich auch dort rüber kommunizieren. Also die Kommunikation im sozialen Netzwerk ist da auch so ein Aspekt, den wir da ansprechen. Neben der Sichtbarkeit soll Inca aufzeigen, wer mit wem im Burgenlandkreis bereits zu tun hat. Also die Vernetzung zeigen. Es gibt sicherlich etliche Portale, meinetwegen wie, Xing oder Google Maps etc. Aber in der Form wollen wir praktisch die Funktionalitäten bündeln und praktisch diese Institution auch ins Leben rufen, zu sagen, es gibt eine Art Netzwerk unter Unternehmern und der Kreativwirtschaft. Das Land Sachsen-Anhalt will verstärkt die Kreativwirtschaft unterstützen, da es sich hierbei oft um kleinere Unternehmen handelt. Es ist zum einen auch was Identitätsstiftendes hier für die Region oder für die Akteure hier vor Ort, weil gerade jetzt im Bereich Kreativwirtschaft ist es so, dass viele, viele Angebote oder viele Akteure gar nicht sichtbar sind. Und die zu zeigen, auf denen die Möglichkeit geht zu geben, sich zu präsentieren und sich miteinander auszutauschen, das ist das Potenzial, was Inca hat. Und des Weiteren sehen wir auch in diesen Firmenprofilen oder Unternehmensprofilen die multimedialen Inhalte, dass man auch Filme zeigt, dass man Fotos zeigt, Fotogalerien, viel mehr Möglichkeiten hat, um sich zu präsentieren. Das soll nicht nur für die Kreativen gelten, sondern für alle Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche, Vereine und Kulturschaffende. Also die Projektförderung hat schon begonnen. Wir haben jetzt gerade momentan, in den letzten Monaten sind wir vor allem stark mit dem Bereich CI-Entwicklung, das Erscheinungsbild der Karte und das Erscheinungsbild aller Medien quasi, die um die Karte herum sind, zu gestalten. Und wir planen jetzt im Gespräch mit vielen Multiplikatoren, die verschiedenen Unternehmen, einfach den Funktionsumfang der Karte so zu gestalten, dass es möglichst nutzerfreundlich ist und für alle den größtmöglichen Effekt hat. Wir planen ungefähr Ende des Jahres mit der Beta-Version quasi zu starten. Und das ist so das Ziel dieses Jahr. Interessierte können sich unter www.inca.plus für den Newsletter anmelden, um über den Fortgang des Projekts informiert zu werden.